Lieben, ja, willkommen zu einem neuen Fitnessvideo von mir und heute wird es richtig knackig und heute zeige ich dir auf jeden Fall, wie du ohne Fitnessstudio und ohne viel Kohle einfach ein richtig tolles Full-Body-Workout absolvieren kannst. Alles, was du brauchst, einfach dein Sofa oder ein Stuhl, zwei kleine Kurzhanteln und eine Fitnessmatte. Jawohl, und dann würde ich sagen, wir fangen direkt an und beginnen mit dem Warm-up. Come on! Und wir gehen ganz leicht in die Knie, kleine Squats von oben. Und wir wärmen unsere Oberschenkel auf und gehen mit dem Schwung deiner Hüfte in die Oberkörperrotation, um auch hier den oberen Rücken aufzuwärmen und auch die Arme nehmen wir mit und aktivieren auch unseren Schultergürtel. Und der Blick folgt den Armen über die Schulter. Okay, ja ihr Lieben, heute wird es richtig, richtig knackig. Ein schönes Rückbildungsprogramm. Workout für alle Mamis da draußen, die auf jeden Fall schon eine Rückbildung erfolgreich absolviert haben und wo der Beckenboden schon ein bisschen fester ist. Heute geht es nämlich richtig an den restlichen Speck, der von der Schwangerschaft weg muss. Okay, und nochmal kleine Squats von oben und kreist eure Arme ganz groß. Kreisen nach vorne in der kompletten Bewegungsamplitude. Nutzt den ganzen Raum, kreist eure Schultern, wärmt euch auf. Und Richtungswechsel und wieder ein bisschen tief mit den Knien und kreisen. Und Bauch ist immer fest. Achtet darauf, dass ihr bei allen Übungen und wieder nach vorne, bei allen Übungen, die wir heute machen, immer schön den Bauch fest anspannt, immer fest den Bauchnabel zur Wirbelsäule, denn damit arbeitet ihr immer automatisch auch an den Bauchmuskeln. Okay, wir schnappen uns jetzt unsere Gewichte. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich den Hocker vom Sofa hierher gezogen, damit ihr das Ganze auch jetzt genau sehen könnt. Und ihr macht das natürlich zu Hause ganz normal am Sofa. Und mit unseren Gewichten begeben wir uns nun in die Rückenlage. So, der Bauchnabel ist fest und zieht zur Wirbelsäule und wir öffnen Arme und Beine wie ein Klappmesser nach vorne. 10 Wiederholungen. Jeder Satz hat 10 Wiederholungen. Okay, und schön Bauchnabel fest. Noch 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, schön öffnen und ausstrecken. Und come on, der letzte. Und wir halten kurz und lösen. Stellen uns direkt auf und kommen in die Squats. Wir kommen direkt jetzt in die nächste Übung. Dazu legst du einfach die Gewichte an die Schultern und dann kommst du ganz tief mit den Beinen, tiefe Squats und nach oben streckst du die Arme und die Gewichte berühren sich. Okay, und wieder tief und hoch. Super. Jede Übung, 10 Wiederholungen. Noch 7, dann haben wir es schon gleich geschafft. Noch 6. Tief. Noch 5. Come on, tief. Noch 4. Und tief. 3 und tief, 2 und tief und der letzte. Super, die Skater Squats dazu. Das Gewicht nach vorne nehmen, wir kommen tief und wir gehen zur Seite. Und nach vorne Squat in der Mitte und zur Seite tief. Das Knie muss nicht unbedingt den Boden berühren, aber du bist fast am Boden. Tief und zur Seite, super. Noch 7 und zur Seite. Noch 6 und zur anderen Seite, super. Und nochmal Squat in der Mitte und zur Seite. Noch 4, noch 3, noch 2, das ist eine sehr schöne Übung, die formt richtig schön den Popo. Und der letzte, und komm mal, noch ein für mich und nochmal zu der Seite, super. Und komm wieder hoch, wir kommen direkt in die nächste Übung ohne Pause. Butterfly in die Luft, aber wir berühren unsere Knie und öffnen, öffnen und wir setzen das Bein nicht ab und kommen wieder zusammen und öffnen. Das ist eine sehr schöne, komplexe Übung, eine Stabilisationsübung und gleichzeitig trainierst du deine Schultern und deinen Bauch und natürlich auch deine Oberschenkel. Okay, noch 6, schön Bein aushalten, 5. Noch 4, noch 3 und spann den Beckenboden schön an, noch 3, 2 und der letzte, Seitenwechsel über die Mitte, direkt ohne Absetzen, 10,
9, 8, schön den Bauch einziehen, noch 6, noch 5 und öffne eure Arme, öffnet schön die Schultern, noch 3, 2 und der letzte, super, kommen nun direkt zu den Trizeps-Dips. Dein Popo ist an der Sofakante und wenn du es etwas anstrengender haben möchtest, streckst du deine Beine aus und für die Anfänger einfach die Knie angelehnt, erst auf 90 Grad. Die Ellbogen zeigen nach hinten und gehen eng am Oberkörper weg, gerade nach hinten durch. Also jetzt nicht irgendwie öffnen oder sowas, sondern gerade nach hinten. Und hoch. 10, come on. 9, 8, 7, 6, 5, Blick nach vorne. Noch 3, Bauchnabel ist fest, 2, 1, okay, lösen und kommen direkt in die Push-Ups für die Brustmuskulatur. Dazu kannst du dich wieder auf das Sofa begeben, in den Vierfüßlerstand. Bitte nicht die Beine überkreuzen, damit das Becken jetzt nicht schief wird. Wir gehen direkt tief und hoch, tief und hoch. 10 Wiederholungen, noch 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wunderbar. Das, meine Lieben, das war unser erster Satz und wir wiederholen das Ganze jetzt noch zweimal. Wir haben praktisch 3 Sätze und ein richtig knackiges Full Body Workout mit kleinen Gewichten. Perfekt. Dazu starten wir mit unseren kleinen Kurzhanteln. Und wir geben uns mit dem Popo an die Sofakante und wir öffnen wieder das Klappmesser. Come on. 10, 9, 8, 7, come on, kämpfe. Noch 6, 5, schön öffnen. 3, 2 und der letzte. Direkt in die Squats. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, schön Beckenboden anspannen, die letzten 2 und der letzte und die Gewichte nach oben, super, ihr kennt es schon, wir gehen nach vorne mit den Gewichten. Und zur Seite tief. Nach vorn und zur Seite. Come on, come on. Nach vorne und zur Seite. Das macht richtig schöne, muskulöse, trainierte Oberschenkel. Schön drahtig. Also jetzt nicht bepackt mit Muskeln, aber schön geformt, schön modelliert. So, wie man das gerne hätte. Eine schöne Bikini-Figur. Okay. Noch 5. Noch, hier kommt ja auch schon ins Schwitzen. Also nicht ja. Noch 3. Noch 2. Und der letzte. Come on. Und auch der letzte wird richtig schön und sauber in der Technik ausgefüllt. Super. Wir gehen direkt in unsere Butterfly-Übung. Und wichtig ist hierbei, dass ihr bei der Beinstreckung nach hinten versucht, das Bein nicht zur Seite abzuspreizen, sondern eher tendenziell nach hinten. Also quasi so 45 Grad. Dann trainiert ihr nämlich diesen Bereich hier hinten, der auch dafür sorgt, dass der Po eine schöne Rundung bekommt. Zusammen. Und strecken. Und kontrahiert. Und strecken. Come on. Noch 8. 7. 6. Das Schöne ist dadurch, dass ihr euch die ganze Zeit selber ausbalancieren müsst. Arbeitet auch das andere Bein mit. Und der komplette Rumpf und alle Muskeln im Körper, damit ihr stabil bleibt und nicht umfallt. Okay, und der letzte. Und strecken. Super. Andere Seite. Und strecken. Super. Noch 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Falls das nicht so gut klappt bei dir mit dem Ausbauen aus der Streckung, kannst du auch nach hinten immer die Fußspitze auftippen lassen. Dann fällst du auch nicht um, ganz easy. Okay, wir gehen direkt wieder runter aufs Sofa. Kommen wir wieder zu den Trizeps-Dips und nun in die zweite Runde. Und dieses Mal versuche ruhig mal deine Beine zu strecken. Und tief. 10, 9, 8, kämpfe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Push-Ups. Und hier werden die Beine parallel und wir gehen tief. 10 Mal, come on. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Juhu! Das war schon Runde 2. Noch eine Runde. Super! Bist du bereit für die letzte Runde? Dann komm in die Rückenlage, Baby. Und öffne das Klappmesser und geh richtig schön in die Streckung und spüre deinen Bauchmuskeln. Die schönen geraden Bauchmuskeln, die könnten gerade ein Sixpack sein. Come on. Noch 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Komm hoch, genieß kurz. Come on, tief, tief. Und hoch. Genieße es. Das ist die letzte Runde. Du hast es fast geschafft. Super geil. Noch 7. Noch 6. 5. Noch 4. 3. 2. Und der letzte. Super. Kommen wir zu den Skater-Squats. Nach vorne das Gewicht und komm zur Seite. Super. Noch 9. 8. Jetzt wird's knackig, ne? Noch 7. Komm tief. Huch, Gleichgewichtsstörung. Noch 6. Noch 5. Schön sauber, aber dafür etwas langsamer die Übung ausführen. Noch 4. Letzten 3, come on. Komm schön tief. Und auch hier. Und der letzte. Hast es auch schon geschafft. Das ist die anstrengendste Übung von der ganzen, vom ganzen Video. Okay. Butterfly, Bauchmuskelübung. Und komm nach hinten in die Streckung. Super. Und schön strecken, strecken. Noch 8. Strecken. 6. Noch 4. Die letzten 2 auf der Seite. Und der letzte. Super. Schulter drehen und direkter Wechsel. Und komm in die Streckung, Streckung. Noch 8. Ne, jetzt sind es noch 8. Wir wollen ja nicht schummeln. Noch 7. Noch 6. 5, 4, letzten 3, 2, come on. Und die Übung ist auch geschafft. Kommen wir nun zu den letzten Trizeps-Dips. Okay, come on. Trizeps-Dips, wie du willst. Etwa leicht angezogen mit den Knien oder noch ganz leicht gebeugt. Wie du möchtest. Schön ausgestreckt. Das ist ein bisschen schwerer. Ich nehme jetzt die Variante und gebe mir jetzt den Rest. Komm mit. Und 10. 9, 8, kämpfe, 7, 6, 5, 4, das gibt schöne Oberarme, letzten 2 und schon der letzte, super, come on, Push-Ups und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jetzt ist es anstrengend.
Jawohl. Du hast die drei Runden super überstanden. Herzlichen Glückwunsch. Und weil du es bist, schenke ich dir mal eine Runde Apps extra. Und come on, Club Mister, noch eine Runde für mich. 10, 9, 8, 7. Oh, jetzt wird es anstrengend. 6, 5, 4. Fast geschafft. Und 3. Oh. 2. Und der letzte. Perfekt. So ihr Lieben, wenn euch das Workout gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen hoch und ich freue mich auf eure Kommentare in den Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und tschüss und bye bye. Jetzt gehe ich duschen.